habe ich euch zu viel versprochen. Wir sind jetzt auf Gran Canaria, spielen hier diesen wunderschönen Platz Maspalomas. Wir befinden uns quasi hier südlich auf der Insel und wir können es kaum erwarten, hier endlich bei diesem Wetter und diesen Platzverhältnissen auf normalen, regulären Grün zu spielen. Ja, Freunde, was habe ich gesagt? Es gibt doch nichts Schöneres, als endlich wieder bei normalen Wetterverhältnissen über den Platz zu gehen. Also, wir sind mega gespannt, was uns der Platz hier zu bieten hat. Bis jetzt sieht es einfach wirklich super klasse aus. Der Platz scheint in einem wirklich super Zustand zu sein. Es sind natürlich viele Leute hinter uns und da will man natürlich eine gute Figur machen beim ersten Abschlag. Aber es hat alles geklappt und jetzt geht's weiter. Zweiter Schlag aufs Grün. 740 Meter locker getroffen, leider ein bisschen nach rechts geflogen. Man ist halt eben noch aufgeregt, weil das Wetter hier so unglaublich schön ist und der Platz eben auch wirklich toll anzusehen ist. Also jetzt warten wir noch auf die Kollegen und dann geht's weiter. Ja, ich glaube, wir sind hier alle mit dem Bogi davon gekommen. Also die Grüns sind sauschnell, habt ihr wahrscheinlich selber gerade gesehen. Also natürlich viele Leute hier auf dem Platz, es ist jetzt Hochsaison. Und jetzt geht's weiter zur 2. Ja, an der 2 Abschläge geglückt. Kaum ein bisschen den Ball nach links gedrückt. Aber sollte kein Problem sein. Also der Platz ist eigentlich relativ spielerfreundlich. Der ein oder andere Bunker, aber kommt eigentlich nicht wirklich ins Spiel. Ja. Gunnar, moin. Ja, sag mir doch noch mal bitte, wie dein zweiter Schlag gerade war. Ja, nach meinem vermurksten Abschlag hatten wir noch 199 zur Fahne. Ja, ein Vierer-Hybrid. Ich sag mal so, wir packen fürs Birdie. Wenn die Kameraführung jetzt noch einigermaßen ja, hinhaut, das ist schwer, das mit dem Trolley und alles hier hinzukriegen. Dann wird das richtig guter Content. Wir schauen uns den Birdie gleich an. Ja, Tom und ich, wir sind ein bisschen links vom Grün. Pascal wiederum, der ja hier schon längere Zeit ansässig ist, natürlich den Ball 3 Meter neben die Fahne gespielt. Wie sollte es anders sein? Den Heimvorteil genutzt, genau. Also, auf geht's. Dann schauen wir mal, das Paar muss noch gerettet werden.
Bollo. Ein paar Geräte. Hier haben wir ein paar 5 von Gelb, 415 Meter. Das ist natürlich ja, gut zu erspielen, gut zu erreichen. Mal schauen, wie es hier weitergeht. Also, tee it high, let it fly. Wie gesagt, paar 5, 415 Meter. Also da hat man eine wirklich sehr gute Chance, hier ein Birdie zu spielen. Sollte man eigentlich auch. Aber wir schauen mal, die Grüns sind pfeilschnell. Von daher, wir geben unser Bestes. Hier sind wir jetzt schon an der 5. Ein paar 4, 313 Meter. Ja, wie gesagt, eigentlich passiert hier nicht viel. Bunker ein bisschen vom Grün, aber sonst schöne gerade Bahn. Also, again, tee it high, let it fly. Abschläge sind geglückt. Pascal auch ein schönes gerades Ding hingelegt und schauen wir mal. Weiter geht's. Ja, wir sind bei einer 6, Par 4, 375 Meter von Gelb. Handicap 1, also hier schwerste Bahn. Mal gucken, wie es läuft. Ja, also wie ihr das wahrscheinlich am Ton hört, der Wind hat hier ganz schön zugenommen. Haben hier stetigen Gegenwind, zumindest jetzt auf den Bahnen. Wie gesagt, das ist hier das schwerste Loch. Geht hier so ein bisschen links um die Ecke, nicht wirklich. Ja, schauen wir, wie der zweite Schlag wird. Aus der Lage habt ihr ja gesehen, ich hatte noch irgendwie 170 Meter ans Grün, 165 Meter aufs Grün, mit dem Hübi in den Wind, also alles gut, ist gelandet. Und jetzt zwei Putts und dann hoffentlich ein paar. Anders kann man die nicht machen, ne? Ja, es war so knapp, ihr habt es gesehen. Fast noch ein paar, aber gut, was soll's.
das Wetter hier entschädigt, der Platz entschädigt. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, wir haben Januar und in Deutschland regnet es rasierte Katzen und Hunde. Also von daher auf zum nächsten Loch. Es geht weiter. So, siebtes Loch von Gelb 486. Paar 5. Schauen wir mal, was da geht. In diese Richtung geht's. Also. Ja, gute Abschläge. Jetzt spielen wir natürlich mit dem Wind. Von daher, der Ball kriegt natürlich noch richtig einen mit. Und Abschläge sind geglückt. Wie gesagt, hier sind nicht viele Hindernisse, in die man vielleicht prallen kann. Wobei, man darf nicht vergessen, die Palmen, die hier sind. Also wenn man hier eine Palme trifft, kann es gut sein, dass der Ball stecken bleibt und weg ist. Hier sind wir an der 8, Par 3, 164 Meter, Handicap 11. Ja, sieht sehr schön aus. So Tom, Abschlag, was sagst du dazu? Ja. Was hatten wir hier noch? 145, Fahne. Leichter Rückenwind, den Wind ein bisschen überschätzt, würde ich sagen. Was hast du gespielt? Eisen 7 oder was? Nee, Eisen 8. Eisen 8 vor Grün aufgekommen. Ja, das ist die realistische Jugend. Die Jugend, die hat halt noch ein bisschen andere Längen als wir hier, die älteren Semester. War nie gefährdet. Ihr seht es ja immer wieder, auch an den Putts von mir und meiner Kollegen, die Grüns sind wirklich feilschnell. Und gerade wenn man aus Deutschland kommt und jetzt die letzten Monate auf Wintergrüns gespielt hat, wo man dann eigentlich das Putten auch nachlassen kann, ist das wirklich, also sich darauf einzustellen, das dauert bestimmt den einen oder anderen Tag, aber wir sind ja wie gesagt erst angekommen. Heute erster Tag und es geht weiter. So, hier sind wir dann schon auch an der 9. Ein Par 4 wieder von 369 von Gelb. Und geht eigentlich auch nur wieder gerade zurück zum Clubhaus. Und ja. Abschläge mehr oder minder gelungen. Meiner war wirklich ein schöner Hook eigentlich. Aber gut, ist auf dem Platz hier wie gesagt nicht so schlimm, da es hier alles sehr weit offen ist und sollte alles kein Problem sein. Hier wunderschöner Palmenhain, so ein bisschen durch den man durchspielt. Und ja, jetzt geht's auf zum zweiten Schlag. Ja, hier sind wir dann schon wieder an der 9 oder beziehungsweise am Ende der 9 angelangt
Und hier ist dann auch das Clubhaus. Ja, also für die Leute, die dann eben nur noch, spielen. Man kann sehen, hier ist also ordentlich was los. Viele Leute, die noch spielen wollen. Did it.